Wenn die Welt zu meiner Lebzeit noch untergehen sollte, was bei genauer Betrachtung ziemlich wahrscheinlich ist, dann hoffe ich, dass es durch eine Zombie-Apokalypse passiert. Ich glaube zwar nicht, dass es der Fall sein wird, weil am Ende ist die Technik wahrscheinlich noch nicht so weit und die Biologie ist noch nicht so weit. Die ganze Wissenschaft ist noch nicht so weit, ein Zombie-Virus zu kreieren. Aber ich hoffe, dass es passieren wird. Und wenn es passiert, dann soll es, wie gesagt, durch ein Virus passieren und nicht durch irgendwelchen komischen Orlando-Voodoo-Zombie-Zauber. Auch wenn das natürlich die Original-Zombies sind, aber die sind irgendwie nicht so cool. Ich weiß nicht, wenn Zombies, dann finde ich, müssen sie durch ein Virus, durch ein großes Laborunglück entstehen. Und es muss sich auch verbreiten wie ein Virus. Also, ich gebe zu, ich habe mich mit Zombie-Voodoo noch nicht so sehr auseinandergesetzt wie mit Wissenschaftszombies, aber spreaden die? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert wie mit den Virus-Zombies, dass einer den anderen beißt und dann stirbt er und dann wird er zum Zombie, sondern der Zombie, der auferstanden ist, wird von einem Voodoo-Priester geleitet und hat sowas wie einen Verstand. Oder noch eher einen Verstand, also hat vielleicht den Verstand des Zombie-Priesters. Und die, die gebissen werden, werden einfach nur so untot und uncool. Nee, sowas wollen wir nicht. Wenn, dann wollen wir richtig echte Zombies. Ja, wie wahrscheinlich ist das? Ist es nicht besonders wahrscheinlich? Natürlich, ich denke, es ist viel wahrscheinlicher, dass unsere Welt in atomarem Chaos untergeht oder sonst irgendwas Fürchterliches passiert. Oder es ist wahrscheinlich auch, ja, es ist garantiert wahrscheinlicher, dass Aliens auf die Erde kommen und uns alle umbringen, als dass ich in meinen, sagen wir 40 Jahren, die ich noch zu leben habe, einen Zombie-Virus-Ausbruch mitbekomme. Aber ich finde, es ist eigentlich die coolste Art und Weise, wie die Welt untergehen kann, weil Zombies sind einfach fucking awesome. Und ich wünschte, es würde eine Zombie-Apokalypse geben, weil es würde einfach alle unsere Probleme lösen. Also, vielleicht nicht für jeden, aber es würde alle meine Probleme lösen und ich fände es ganz schön cool. Ja, und ich glaube, es würde garantiert irgendwo in Amerika anfangen oder in Russland, aber ich glaube tatsächlich, dass es in Amerika anfangen würde. Und wie in so vielen Filmen gezeigt, wäre es wahrscheinlich die Dummheit eines Einzelnen, eine kleine Unachtsamkeit, ein Unfall, die den Ausbruch auslösen würde und dann würde es sich halt verbreiten und ja. Wenn sie es schaffen, tatsächlich das noch in Amerika einzudämmen, bevor es nach Europa kommt, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, dann wäre ich ganz schön traurig. Weil ich möchte nämlich ein Zombie sein. Zombie sein ruled. Es fetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, wenn ich jemanden beiße, dann fetzt es mit Blut und Gewebe und sowas. Ja, ich wäre ein verdammt guter Zombie. Aber beginnen wir am Anfang, beim Ausbruch der Zombie Apokalypse an sich. Ich habe ja mal Biologie studiert. Ich habe euch das auch, glaube ich, schon erzählt. Also ihr wisst, dass ich studiert habe und dass ich Biologie studiert habe, aber vielleicht wissen es die, die in den letzten 2-3 Jahren dazugekommen sind, nicht, weil da habe ich ja immer nur von meiner Fotografenausbildung gesprochen. Also ich habe Biologie studiert und mein erklärtes Ziel mit diesem Studium war immer der Zombie-Virus. Ich habe es natürlich nicht geschafft, ich war zu blöd für mein Studium. Ich musste das abbrechen, also von mir dürft ihr keinen Zombie-Virus erwarten, auch wenn das cool gewesen wäre, weil wenn ich es geschafft hätte, diesen Zombie-Virus zu erschaffen, dann hätte ich der Patient Null sein können. Ich hätte der erste Zombie werden können, der auf die Menschheit losgeht und der die ganze Apokalypse auslöst. Patient Null ist einfach der beste Zombie. Und ich wäre es vielleicht gewesen, aber ich war es nicht. Ja, mein zweites erklärtes Ziel beim Biologiestudium war die Synthetisierung von Menschenfleisch, um auch gleich das Problem zu lösen, wie man diese ganzen Zombies ernährt. Weil es sollen ja vielleicht nicht alle Menschen sterben. Das wäre, glaube ich, auch uncool. Ja, die meisten werden sterben. Und ich glaube, im ersten Winter hat sich das Zombie-Apokalypsen-Problem sowieso erledigt. Ich meine, die sind immerhin tot und dann frieren sie ein und ich glaube nicht, dass wenn sie auftauen, das Gewebe noch so gut zusammenhält, dass sie wieder auf Leute losgehen können und mehr Gehirne fressen. Das glaube ich eigentlich nicht. Deswegen bin ich der Meinung, dass zumindest in unseren Breitengraden und nördlicher die Zombie-Apokalypse nach dem ersten Winter erledigt sein dürfte. Spätestens nach dem zweiten eigentlich. Ja.
Ansonsten hätten wir hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht mal so gute Chancen bei einer Zombie-Apokalypse, oder? Also ich meine, mit frei verkäuflichen Waffen ist hier eher nicht so und auch ansonsten kommt man, glaube ich, nicht so besonders gut in die Lage, sich da verteidigen zu können. Also ich meine, wer in Deutschland hat schon einen Notbunker oder irgendwelche Vorräte? Ich glaube, da gibt es in Amerika mehr Leute, die da gut drauf vorbereitet wären. Hier eher nicht so. Also ich überlege mir, ich in meiner Hochparterre-Wohnung mit Fensterglas an zwei Seiten, also ich habe ja in meinem Schlafzimmer wirklich so Ecke, Fenster auf beiden Seiten, ich wäre einfach in einer beschissenen Lage, mich zu verteidigen. Aber im Endeffekt möchte ich das gar nicht. Im Endeffekt, ja, so ein bisschen, eine Weile kann man versuchen, sich zu verteidigen, aber mein erklärtes Endziel ist ja selber ein Zombie zu werden und Menschen zu fressen, von daher... Ja, ich muss nur aufpassen, dass wenn mich die Zombies dann erwischen, dass sie mich nicht komplett auffressen, sondern dass sie mich beißen und ich dann sterbe und dann selber zum Zombie werden kann und am besten noch in einem Stück, weil ich glaube, als Zombie, wenn einem so ein Bein fehlt oder ein Arm oder ein Unterkiefer, dann ist blöd, weil man ist sowieso schon nicht so schnell, weil man verrottet und die Muskeln funktionieren alle nicht mehr so und ja, dann fehlt einem auch noch ein Bein, das ist doch Bullshit. Das wollen wir nicht, sowas. Also, was würde ich machen, wenn jetzt tatsächlich die Zombies ausbrechen würden, beziehungsweise Fliege, wenn ein Virus ausbrechen würde? Ich würde mich, glaube ich, als erstes in ein Einkaufscenter verziehen. Ich weiß nicht welches, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ein Einkaufscenter wäre schon gut, vor allem wenn da irgendwo eine Sportabteilung ist. Sportabteilung hat den Vorteil, ja, man kann sich so wichtiges Werkzeug besorgen. Man hat Seile, eventuell Messer, man hat irgendwelche Haken, im besten Fall Pfeil und Bogen oder eine Armbrust, weil ich glaube, größere Chancen hast du in Deutschland eigentlich nicht, außer irgendwie so Schreckschusspistolen. Und ich wüsste ganz ehrlich nicht, wo ich in Deutschland bzw. hier in Berlin eine komplett schussfähige Waffe herbekommen sollte. Klar sind Schusswaffen eine gute Wahl gegen Zombies und ich hätte eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, am liebsten eine Shotgun. So für fern. Eine Armbrust ist, glaube ich, auch ganz cool. Und ja, ein Katana. Für Nahkampf hätte ich gerne ein Katana, weil schön scharf und man kann dann so Köpfe säbeln. Aber Butter bei den Fische, ich bin nicht besonders sportlich, ich renne nicht besonders schnell, ich bin Raucher. Meine Lungenkapazität ist irgendwo hier unten auf der Skala. Ich würde nicht lange überleben gegen Zombies und deswegen wäre ich wahrscheinlich nach meiner ersten Nacht im Einkaufscenter, egal wie viele coole Leute ich bei mir hätte, selber ein Zombie. Ich wäre wahrscheinlich auch diejenige, die dann gebissen wird und von der Gruppe gerettet und dann verstecke ich so, dass ich gebissen wurde und dann werde ich nachts zum Zombie und das mache ich dann auch absichtlich, weil man muss ja auch als Zombie irgendwie sein Überleben sichern und wenn ich das erstmal verheimliche, dann habe ich gleich mein Frühstück neben mir im Bett liegen und mein Freund hat auch schon gesagt, wenn ich ein Zombie werde, dann darf ich ihn wahrscheinlich essen. Vielleicht nicht, aber das entscheidet er dann spontan. Aber es wäre ganz cool. Also ich sage ihm immer, Schatz, wenn ich ein Zombie werde, dürfte ich jetzt wirklich beißen? Und er ist dann immer so, wer weiß. Ja, ich würde viele Gehirne fressen. Ich glaube, ich wäre ein besserer Zombie, als ich ein Mensch wäre. Und wahrscheinlich würde ich auch als Zombie nicht lange durchhalten, weil, wie gesagt, man verrottet halt einfach irgendwann und... ja, man lebt ja eh nicht mehr, man ist ja tot, man ist nicht mehr man selber, man trifft keine Entscheidungen mehr, aber man ist halt cool, weil man ist untot und ich glaube, dass ich das für eine Weile ganz gut machen würde. Dann käme irgendwann das Militär und würde alle übrig gebliebenen Zombies abschlachten oder vielleicht auch zu wissenschaftlichen Zwecken irgendwo einkerkern. Ich glaube, von der Sorte wäre ich gerne keiner. Ich glaube, ich würde mein Zombie-Leben für eine Weile gerne genießen. Und dann soll es aber auch wieder vorbei sein. Also ich möchte kein Testobjekt werden für die Wissenschaft. Ja. Ja, und ich glaube, das wäre der Ablauf meiner Zombie-Apokalypse. Sagt mir mal, was ihr im Fall einer Zombie-Apokalypse machen würdet. Ob ihr ein guter Zombie wärt oder nicht. Und ansonsten, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Ich laber Schwachsinn und ich verspreche, ich bin absolut nüchtern. Ich gehe jetzt nämlich noch raus und mache Fotos und genieße Halloween. In Anführungsstrichen, ich habe keine Süßigkeiten gekauft. Wenn es heute klingelt, gehe ich einfach nicht an die Tür. Ansonsten macht es gut, ihr habt euch wohl und tschüssings!